Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel Per und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In den letzten Folgen haben wir irgendwas gemacht, was nicht sehr produktiv war. Und jetzt werden wir erstmal ein, zwei Elite-Monster plätten. Ich glaube wahrscheinlich sogar nur eins, weil andere haben wir jetzt gerade nicht zur Verfügung. Also doch, na klar haben wir andere zur Verfügung, aber die sind irgendwie zu stark. Und ja, ich möchte nicht schon wieder das gleiche Dilemma wie bei jedem anderen Mal haben. Deswegen gehen wir. Hier muss ich ja nachgucken, genau. Ich muss erstmal nachgucken, wo genau das Viech nochmal ist. Und zwar in Nirakera Geisterfahrt. Und dann nehmen wir uns jetzt mal irgendeine Gruppe, die irgendwie was drauf hat. Zum Beispiel Roan. Du kommst auf jeden Fall mit, weil ich weiß ganz genau, wo das Viech zaubert. Und deswegen können wir, können wir die Angriffe von dem Viech abblocken. Weil ich weiß ganz genau, das Viech konnte, jetzt wollte ich speichern sagen, zaubern. So, dann nehmen wir uns erstmal, ich habe jetzt zwar nichts gekauft, aber ja, die Gemüsesticks. Die werde ich öfter einsetzen, habe ich so das Gefühl. So, dann gehen wir jetzt zum, oh, da ist ein seltener Gegner. Lassen wir den erstmal. Oder war im Gebiet weiter, ein Gebiet weiter, ne? Elementerz. Eine Fertigkeit erlernt, ja, sollte ich auch mal reingucken. Psyche, oh, sehr schön. Solche Dinger sind immer gut. Da muss ich nicht viel nachdenken, die kann man immer gebrauchen. Wo seid ihr? Ach ja, ich habe ja nur die vier. Hier kann ich lange suchen. So, ich hoffe wirklich, wir kriegen den kleinen. Nein, ich sehe schon von hier aus, meine Güte. Dann habe ich mir vorgenommen, hier noch ein paar Quests zu erledigen, die hoffentlich schnell zu erledigen sind. So, komm her, du dickes Dingo. Ich weiß ganz genau, wie der letzte Kampf ausgegangen ist. Nicht gut. So, du bist schwach gegen Dunkelheit. Du bist Level 20. So, Ludgar. Du nimmst den hier und den hier. Mal irgendwo so Sachen, die noch Dunkelheit angreifen. Ich glaube nicht, ne? Okay, das ist ja vollkommen egal eigentlich. Intelligenz, was? Ja, damit. Okay, wir greifen einfach mit den dann an. Und nicht gut. Greifen wir uns wieder gegenseitig an. Leck mich. Ey, was? Das ist nicht witzig. Das ist echt kacke. Deshalb bitte auf mit dem Mist. Na, warte du. Ich baue noch nicht eine Charaktere. Ich kann auch das hier machen, hallo? So, jetzt Zauber ein. Ey, wie unfair das ist, ey. Kann alle Gegner verwirren, so ein Scheiß. So, jetzt voll heilen, danke. Nee. Ich komme da auch nicht dran, das ist voll unfair. Du schwach gegen Dingen, sag das doch gleich. Muss mein Dunkelheit da. So, komm her. Ich hab gelacht, wenn ich dich. Mein Gott. Sind sie alle verwirrt? Das ist so ein Dreck. Man kennt das nicht ewig. Und ich werde sowas von den Angriffsbären. Und dann den hier. Warte, ich komme da hoch. Luftkampf. Ich komme da nicht hin.
Ja, okay, ich kann nur Zero Divide spammen, habe ich das Gefühl. Als einziges was bringt. Und treffen wir, ja. Und nein, was machst du da? Ich habe mir KP abgezogen, das sah irgendwie so aus. Boah, ich habe voll den Tinnitus gerade. Und er hat damit nichts zu tun. So, ich spam sowas von diesem Angriff, da kannst du einen drauf lassen. Zero Divide, Zero Divide, Zero Divide. Na ja, gut, ich wurde geil, sehr schön. Der Angriff von da oben geht, sehr schön. Kann ich ihn jetzt mit der Verwandlung erledigen? Ich glaube nicht, ne? Warten wir noch. Ich habe Zauberschutz, was willst du eigentlich? So, jetzt bist du dran. Jawohl. Die Erfahrungspunkte, die wir bekommen, sagen Wurmler Panzer. Stolleneinbruch, Level 1. Wir sind sowas von für einen Dreck, was wir dafür bekommen. Okay, Objektsammler und Elitejäger. Abgeben. Wir gehen nach Sheraton. Da müssen wir zu Drizzell gehen, angeblich. Für eine Quest. Ja, ist gut. Ich gebe ja mein Geld ab. Lass mich erstmal ein bisschen Geld zusammenkratzen. Und wie jetzt wirklich nicht jedes Mal dran erinnern, Nova. So, ich möchte meine Belohnung abholen. Die hat ja wohl hoffentlich in sich, ne? Yes. Ja, sehr viele Punkte. Moralzam. Ist nicht irgendein Viech mal vollzam im ersten Teil? Okay. Wir gehen jetzt zu Drizzell. Weil die hat irgendwie einen Auftrag aufgegeben. Warte mal. Wie ist das Ding Remus, ne? Remus Licht, das haben wir sogar. Das kann ich dir locker geben, keine Sorge. Alles klar. Dann wartet sie schon. Na? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Dank euch habe ich endlich ein Mittel, um die Chancen auszugleichen, zurückzuschlagen. Was soll diese Aufregung, Gnädigste? Mit mächtiger Feind meinst du doch wohl nicht? Oh je, ich glaube doch. Ja, sieht ganz so aus. Mein Erzfeind ist hier. Er wartet im Haus auf mich. Das kann nicht sein. Ich dachte, er würde vor einem Jahr zerstört. Es ist kein gewöhnlicher Gegner. Man kann ihn niemals wirklich besiegen. Zumindest nicht vollständig. Du willst sagen, er ist unsterblich? Wir sind verloren. Nicht mit dieser Waffe. Oh nein, heute machen wir damit Schluss. Fürstin Drizzell ist ziemlich angsteinflößend, wenn sie wütend wird. Es wird Zeit, Vergeltung zu üben. Ludger und ich werden den Vorstoß anführen. Wir flankieren das Biest mit einem Zangenangriff über den Seiten des Anwesens und zwingen es in dessen zentralen Bereich. Verstanden. Elise und Rowan stürmen dann in die Mitte vor. Ihr müsst schnell und gezielt zuschlagen, Kameraden. Haltet eure Geisterart jederzeit bereit. Jawohl, Fürstin. Ich bin einsatzbereit. Wir treffen uns um 12 Uhr im Inneren des Herrenhauses. Wir haben nur einen Versuch, also gibt alles. Ich will da draußen ein Hagel aus Kugeln und Geisterart sehen. Eine hervorragende Strategie, Elise, aber dürfte ich ein paar Änderungen vorschlagen? Nein, dürft ihr nicht, Soldat. Ihr habt euren Befehl, Folge zu leisten. Jawohl, Fürstin. Sir. Was? Ich kann euch nicht hören, Soldat. Jawohl, Fürstin! Ich kann da draußen nicht für eure Sicherheit bürgen, Männer. Seid auf der Hut. Unser Feind hat vielleicht eine Überraschung für uns parat. Also gut. Ausschwärmen. Jetzt geht's zur Sache. Also das Gefühl, als irgendwie so ein kleines Viech oder so. Sauber. Der Feind wurde getötet. Mission erfüllt. Okay, das ging schnell. Das war heftig. Viva la Resistance. Es lebe Tipo. Wir haben heute einen großen Sieg erzielt und wir haben unsere Flüsse auf ein Minimum begrenzt. Solange wir der Tönerei gemeinsam trotzen, kann uns niemand aufhalten. Ja. Dieser Blitzkrieg war vielleicht ein klitzekleines bisschen übertrieben.
So ein Aufruhr wegen einer einzigen Kakerlake. Ich hab sowas von gewusst, ey. Ich hab's gewusst. Eine Spinne oder eine Kakerlake, irgendwie sowas. Okay, ich würde sagen, wir gehen aber nur da rein und gucken, was ja noch so ist. Okay, der hat ja ordentlich Besuch hier. Kann man den Vogel auffangen? Komm, vielleicht ich reiß den Vogel einfach durch die Feder raus. Oh, oh mein Leck. Okay. Oh, eine Katze. Ist das nicht die Katze, die wir finden mussten? Ja. Wow, diesmal erreichen wir was. Ah ja, die Katze, ist sie zurückgekehrt? Ich weiß ja gar nicht. Nora Brandy. Okay, hier können wir jetzt auch endlich was bekommen, hoffe ich. Okay, außer wenn die Katzen noch fehlen. Weiß ich nicht, müssen wir auch alle Katzen haben? Keine Ahnung. Wenn man nur gesehen hat, der letzte Gegenstand, der uns fehlt, den können wir immer 100%, glaube ich, bekommen. Und dann bekommen wir was Schönes. Immer grün, okay. War schon dabei, sind noch mal so andere wichtige Quests mal erledigen. So Cutscene-Quests. So. Bisschen Dresel hat sich erst vor kurzem wieder erholt. Es war immer so angespannt, als lastete das Gewicht der Welt auf ihren Schultern. Sie arbeitet für zusammen, den Verlust von Fürst Klein auszugleichen. Am Ende hat sie nicht mal mehr gegessen. Okay, ja, wir erinnern uns. Da gab es noch einen Typen, aber naja, denen sind nicht so gut ausgegangen, den Kleinen hier. Oh. Habe ich auch ein bisschen mitgenommen. Okay, dann. Wusch. Die ein, zwei Quests abgeben, Belohnung einheimsen, hoffentlich im Rang mal aufsteigen, obwohl, ne, glaube ich eher nicht, aber man kann ja nur träumen. Halt, boah, wieso lebt der immer so lange? So, da kriegen wir Kitty Quests. Ich sollte mal vielleicht ein paar einsetzen. Synchronisierungsstein bekommen wir. Ich habe so einen Verdacht, was das machen könnte. Hier scheinen sich nicht zu aktualisieren. Subtraptivwald. Ludger und Jude. Kronenfeder. Bahnhof Duval. Bestätigung des Falls abgeben. Habe ich 10? Ich habe eine Menge Kronenfeder, wenn ich mich irre. Tatalian-Kluft. Nee, das gibt ein paar Punkte. Ah. Oh. Brauche etwas Weißes, okay. Klingt ein bisschen falsch. Gummifischlies. Gehen wir mal zum Bahnhof von Duval. Kein Problem. Jetzt war wieder zurück nach Olympius. Hoffentlich ist das nur eine Cutscene. Haben wir überhaupt 10 Federn? Ich weiß es ja nicht. Kronfedern. Die Grenzüberschreitungsdauer, okay. Sehr schön. Nein, ich habe 6. Leck mich. Dann weiß ich nicht. Mir so viele Charakterquests nehme ich mal an, offen. Okay, gehen wir mal zum zur bei mir Schlucht vielleicht. Ja, wir gehen noch mal Sheraton, jetzt zum Kulmerpfad, weil da muss ich auch irgendwie diese Schattendinger da töten. Düster Schatten mal 4. Diese kleinen Dinger, die so im Boden sind. Die da. So, am besten im Hinterhalt, dann kommen vielleicht ein paar mehr. Ne? Ja, ne? Wow, da kommen direkt alle. Ich soll vielleicht mal wieder andere Sachen ausrüsten. Oder auch nicht. You shall not pass. Ha, das bringt überhaupt nichts. Ich habe Zauberschutz. Mein Gott. Wie lange dauert das denn, bis ich den kaputt krieg? Gibt's doch nicht. Sehr schön. None shall pass.
Ja, genau, ich ziehe ich einfach aus dem Boden raus. So, zack. Okay, den einen setze jetzt bestimmt meine Transformation ein. Sehr schön. Mit einem Kampf alle erledigt. Geisterbüter. Sehr schön. Dann wieder zurück nach Sheldon. Mein Gott. Wie sagen wir, gehen das nächste Mal irgendwie durch den Wald. Ja, nächstes Mal machen wir hier die ganzen anderen Charakterquests mal. Psch. Gegen die Laterne. Ah. Mein Leck. Und Geld, wir haben Geld, wir haben sehr viel Geld wieder. Da kommt doch rauf. Wenn so viele Charaktere geladen werden. So, Erledigung melden. Sehr schön. Zagut, Stromteilwesen. Da waren wir doch schon, glaube ich. So, diese Wasserdingen hier. Substraftiefer, so viele Sachen und jetzt kommt hier so eins. Leck mich. Zagut, Strahunterwiese. Da waren wir doch schon. Ne, warte mal. Da war doch hinter Nierkera, ne? Also vor Nierkera eigentlich. Waren wir ja noch nicht in dieser Welt? Ja klar, waren wir hier schon. Jetzt will nur die ganzen Sachen nicht erkundet werden. Dann war ich doch auch schon in der Zagut-Stromteilwiese, oder? Wo sind wir denn? Verstehe es nicht. Zagut-Stromteilwiese habe ich doch auch schon erkundet. Der Kijara-Fälle, was? Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Hallöchen. Hallöchen, mein Hübscher, na? Kommst du öfter hierher? Bams! Sehr schön. Boah, Elementerz. So, genau. Machen wir direkt das hier. Sehr schön. Sehr schön. Eine alte Ent kann auch noch viel lernen. Ich weiß, er sagt Hund, aber... Habe ich beim ersten Mal irgendwie so verstanden. Jetzt sitzt das. Hier, wo ist die Zagut-Stromteilwiese? Jetzt... Ups. Zagut-Stromteilwiese. Kijara-Fälle. Substrap-Höhenstraße. Bin ich jetzt blöd, oder was? Substraf tief halt. Jetzt zum Seehafen erstmal. Und kill ein paar Viecher im Dingens. Im. Ja. Im Substraf. Höhenstraße, was? Im tiefen Wald. Dann tun wir erstmal ein paar weg wieder. Die ich sowieso nicht erledigen kann. Ich hoffe, die kommen dann noch nicht wieder. Aber ich habe so irgendwie nicht das Gefühl. Die bleiben irgendwann weg, ne? So, dann gehen wir zum Wald. Okay, im Nordausgang war ich da noch gar nicht. Egal. Jetzt Elise damals zum ersten Mal uns angeschlossen. Ist dann noch? Also die, die das Let's Play gesehen haben damals? Nein? Okay. Aber besser wäre es mal die ganzen Orte erkunden. Dann treffen einen die späteren Parts noch umso härter. Bams. Mal schön Hinterhalt machen mit R2. Dann kommen mehr Gegner.
Level 33, oh, leck mich. Ihr seid ja stark. Na, ah, da ging's nicht wohl kommen. Ich war ein bisschen weiter vom Mikro weg. Den Rücken tut voll weh. Ich will irgendwie angewöhnen, mein Mikro irgendwie so näher an mich heranzumachen. Ich freut mich immer so nach vorne, als glaube ich nicht gut. Und dunkler Besucher. Wieso kommt halt immer, wenn wir beide halt einsetzen? Eieiei. You are quite an ace with those backflips. But aren't those hard on your back? Here, allow me to apply a little cold compress to head off any swelling. Okay. That last okay. linked art was impressive. We couldn't have picked a more perfect opening. Finde ich auch, mein alter Freund. We can do this. So wortwörtlich, ey. Sehr schön. Ich bin ein Krasnik! Don. Ah. Das ist irgendwie so schwer, sich so umzudrehen und dann den hier die ganze Zeit zu machen. Oder vielleicht hat er natürlich nicht so gedacht. So, Freck. Das sieht so geil aus. Ich habe TP mehr. Ich habe noch Kaffee, ich habe keine TP. Gut. Und auch TP irgendwie ein. Leia kann da anscheinend mit irgendeinem Angriff bald TP heilen, wenn er gemeistert ist. The more we perform such arts, the smoother the execution seems to be. Oh ja. Da muss ich überhaupt noch lernen alles. Zauberer 2, ich glaube, das verbraucht voll viel Dingens, ne? Ja. Was? Ja. So, genug TP. Zauberer 2. Wo sind denn nicht mehr diese Pilze, diese Giftsporen? Das war, glaube ich, die erste. Doch, hier sind welche. Meine Katze ist zurückgekehrt. Her damit. Geräuschreduzierender Kopfhörer. Okay. Aber mir fehlt nur eine Katze. Ah. Gehen wir nach Niakera als nächstes. Wo ist es? Sehr schön. Die ganzen Dinger wieder zu sammeln, das wird richtig toll. Na, auch hier. Ich komme wieder leicht runter, warte nur. Das ist sehr verdächtig. Aber hier ist nix. So ein Dreck hier wird irgendwann was sein, ich weiß es. Na, ich habe mich nicht vergessen. Jetzt noch mal den hier. Dann den hier. So, jetzt geht das richtig ab. Sehr schön. So muss das sein. So sahen meine ganzen Kämpfe in Xillia 1 aus, als ich halt offscreen gespielt habe. Pentagenial. Sehr schön. Das ist übrigens nicht, was ich hier noch alles töten muss. Au. Und da kam man, ne? Na komm mal her. 24 Minuten schon wieder nicht viel erreicht. Und zack. Nixer. Bitte sag mir nicht, ich bin der Einzige auf der Welt, der so billig kämpft.
so andere Leute gegen die Auto spammen, ne? Na komm. Sehr schön. If I were to grade that, it was an average performance. Ludgas Verwirrtheit, ey. Hier ist mal Ludgas Verwirrtheit zu sehen. So, was haben wir denn alles hier erledigt? Die Siege Blumenkatze. Bist du eine Blumenkatze? Nee, du bist eine Echse. Das ist auch fast richtig. Pilzpulver. Boah, mir fällt auch gerade auf, selbst wenn ich mit der Story weitermachen könnte, könnte ich es gar nicht. Ich habe ja nicht genug Geld. So, gegen euch möchte ich mich kämpfen, danke. Aber vorerst mal so Tipo-Entzug einsetzen. Einfach so, joink. Bitch, please, I still get your TP. So, und dann hier lang. Ich diese Katzen finden. Ja, du vielleicht, ne? Los, ich wollte nur R2 drücken, aber egal. Hier sind zwei Stück. Hoffentlich brauchen wir nur zwei. Bam! Und... Ey, was? Wir haben ein verwundenes Dingens hier verballert. Streublitz und Wurf mal. Sehr schön. Rubin, Resistenz auf von Erde. Sehr schön. Ich habe immer noch nicht alle Katzen erledigt. So wie es ausschaut. So, komm her. Ich hoffe, das sind ja die richtigen Viecher überhaupt. Und zack. Filigranes Kreuz. Oder filigranes Kreuz. Oder warte mal, ich verstand. Ah, nicht auf Elise. Da werde ich ganz böse. Sehr schön. Sehr schön, wenn die Kämpfe so geil aussehen. Langsam haben wir wieder diesen Punkt erreicht. Okay, ich habe immer noch nicht genug von denen erledigt. Was soll das eigentlich? Ach nee, die waren doch nicht hier, ne? Waldtrends, die muss ich erledigen. Warte, war doch gerade einer irgendwo. Stimmt, diese Katzen, die waren ja im Kulmerpfad. Ah. So, dich muss ich töten, komm her. Komm, 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 komm. Brauche ich den ganzen Tag Zeit. Zack. Die ganze Zeit halbstündige Parts auch in letzter Zeit. Wollte ich eigentlich gar nicht. Upsala. Aua. Oder im nächsten Part kommen die ganzen Charaktere Quests hier. Weil irgendwas muss noch mal passieren wieder. Da sind noch so viele. Halt, da kann ich hin. Leck mich. Ja, leck mich doch fett, du. Da kann ich nicht hin. Fuck. Ah, da sind noch so viele Sachen. Du, komm her, ich muss dich töten. Komm her, so, wunderschön. Mein Gott, der Part schon wieder, aua, eine halbe Stunde lang. Aua. Ich wollte Dings einsetzen. Du kannst das wagen.
crashing it! Sehr schön. Sehr schön. Überschreitungsverlängerung. Die werden wir brauchen. Aua. Ich habe immer noch nicht Quest erledigt. Das gibt's doch nicht. Ist immer noch so ein Viecher liegen. Waldtrend. Da müssen nur diese großen Viecher sein. Scheiß auf das. Gibt's doch nicht. Na egal, haben wir ab. Weiß ich nicht, dann gehen wir erstmal nach Triglav, wie immer. Geben die paar Quests ab, die wir erledigt haben. Und dann machen wir Charakterquests. Wenn die uns gar kein Geld bringen. Und vielleicht doch, aber naja. Na. Ja, Geld. Ich brauche Geld. Ja, die Viecher waren das. Leck mich. Die ganzen Kulma-Viecher. Na gut, dann machen wir in der nächsten Folge wohl die Charakter-Quests. So viele wie möglich am besten. Yay! Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!